Hallo und herzlich willkommen im dritten Teil der Rotationsreihe. In diesem Tutorial beschäftigen wir uns heute mit dem Drehimpulserhaltungssatz und ja, den auftretenden Kräften bei Drehbewegungen. Also, was ist der Drehimpulserhaltungssatz? Dieser besagt, wenn bei einem sich rotierenden Körper keine äußeren Drehmomente auftreten, so bleibt der Gesamtdrehimpuls erhalten. Aus diesem Grund verringern Turnspringer vor einem Salto ihre Spannweite und damit das Trägheitsmoment. Der Anfangsdrehimpuls ist durch den Absprung festgelegt. Wie oft der Saltospringer sich dann um seine eigene Körperbreitenachse dreht, kann durch Änderung des Trägheitsmomentes festgelegt werden. Sprich, der Saltospringer erhöht die Spannweite, er streckt sich mehr oder weniger, um die Landung vorzubereiten. Ganz wichtig, der Drehimpuls kann während der Flugphase nicht mehr verändert werden. Der Saltospringer kann, wenn er sich schneller drehen will, sein Massenträgheitsmoment verringern, und zwar durch Anziehen der Beine zum Körper. Dadurch kommt es zu einer Erhöhung der Winkelgeschwindigkeit. In diesem Kontext meint Erhöhung der Winkelgeschwindigkeit eine Erhöhung der Drehgeschwindigkeit. Somit kann ein Saltospringer sich auch mehrfach um seine eigene Körperbreitenachse rotieren. Denn wir wissen, die Formel für den Drehimpuls lautet L ist gleich die Massenträgheit I mal die Winkelgeschwindigkeit Omega. Das bedeutet, wenn man die Massenträgheit I halbiert, so muss sich die Winkelgeschwindigkeit Omega verdoppeln, da der Drehimpuls L ja konstant bleibt. Jetzt kommen wir noch zu Begrifflichkeiten wie der Fliehkraft, Normalkraft, auch bekannt als Zentrifugal- und Zentripetalkraft. Was bedeuten aber die Begriffe Zentrifugal- und Zentripetalkraft? Das ist eine Frage der Beobachtung. Eine Person hält einen Medizinball in beiden Händen fest. Schleudert sie den Medizinball mit gleicher Geschwindigkeit im Kreis, so wirkt auf diese eine stets zum Kreismittelpunkt gerichtete Kraft. Diese Kraft wird als Radial- oder auch als Zentripetalkraft bezeichnet. Die Zentrifugalkraft ist hingegen eine Trägheitskraft, die ein Beobachter wahrnimmt, der sich in einem rotierenden Bezugssystem befindet. Sprich, die Person, die den Medizinball schleudert, trifft in etwa die Aussage: Der Ball, der wird aber ganz schön nach außen weggezogen. Während eine außenstehende Person feststellen würde, die Person in der Mitte hat den Ball festgehalten, sonst wäre er doch weggeflogen. Sprich, der Beobachter in einem rotierenden System nimmt die vom Zentrum nach außen gerichtete Zentrifugalkraft, auch als Fliehkraft bezeichnet, wahr, während ein außenstehender Beobachter die zum Zentrum gerichtete Zentripetalkraft wahrnimmt. Die Formel für die beiden Kräfte lautet jeweils Masse mal V zum Quadrat durch R. Dabei bezeichnet R den Radius, sprich den Abstand zwischen Medizinball und Drehachse, und V die Bahngeschwindigkeit, welche auch wie folgt ausgedrückt werden kann. Wir wollen noch kurz der Frage nachgehen, warum die Zentrifugalkraft auch als Scheinkraft bezeichnet wird. Das erkennt man daran, dass die Gegenkraft gemäß dem dritten newtonschen Axiom fehlt. Wenn es ein Radfahrer in einer eng gefahrenen Kurve nach außen drückt, dann gibt es nichts, was ihn gleichzeitig nach innen drückt. Dem außenstehenden Beobachter ist klar, warum. Man wird lediglich durch seine eigene Trägheit nach außen gedrückt. Scheinkräfte sind also nichts weiteres als Trägheitskräfte in beschleunigten Systemen. Ein anderes Beispiel aus dem Alltag für eine Scheinkraft ist zum Beispiel der Arbeitsweg über der A5, wenn man mit 120 km/h im Auto sitzt und dann plötzlich bremsen muss. Dann wird der eigene Körper nach vorne beschleunigt. Der Grund dafür ist die eigene Massenträgheit. Gemäß dem Trägheitssatz nach Newton verharrt ein Körper in seinem Zustand, solange keine anderen äußeren Kräfte auf diesen einwirken. Das Besondere ist, in unserem Fahrradbeispiel fällt der Radfahrer nicht vom Fahrrad, sondern er bleibt im Gleichgewicht, weil sich die Zentrifugal- und Zentripetalkraft ausgleichen. Die beiden Drehmomente M1 und M2 sind identisch. Tschüss und auf Wiedersehen!